Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 285. Heute live aus der knarzenden Internethülle. Mein Name ist René, außerdem mit dabei der Oberknarzer Marvin. Ja, hallo. Der Mann mit den zeitweisen Aussetzern, Herr Dennis. Ja, servus, hallo. Ja, da ist es im Internet wie im echten Leben. Und der Herr Basti, der mit der neuen Technik kämpft. Grüße. Grüße, genau. So muss es sein. Ja, mit Technik und anderen Aussetzern hatte auch die Eintracht am Wochenende gegen Leverkusen zu kämpfen. Gerade so in der ersten Hälfte. Ja, lustigerweise ist da ja noch nichts passiert. Erste Hälfte, ja. Eigentlich ein fürchterliches Spiel gemacht, wenn ich ehrlich bin. Aber, ja, also das muss man schon sagen. Also die erste Hälfte, da lief wirklich nicht viel zusammen. Da habe ich mich echt gefragt, warum wir eigentlich nicht, also in der Halbzeit habe ich mich echt gefragt, warum wir nicht schon 3-0 zurücklegen oder 0-3. Das war echt teilweise bitter. Da hat es in der Defensive nicht gestimmt wirklich. Also Vallett hat ein paar Abstimmungsprobleme gehabt, Salcedo ebenso. Das sah nicht so gut aus. Und Leverkusen hatten ein ums andere Mal eine richtig gute Möglichkeit, hier zum Torerfolg zu kommen. Ja, und wir hatten aber also gerade 0-0 zufrieden sein, ja. Ja, in der Halbzeit schon. Das muss ich sagen. Ja. Ja, ich meine, Leverkusen hatte locker das Doppelte an Torschüssen und da waren halt wirklich so ein paar Dinger dabei. Allein mal hier diese zweimal Pfosten, einmal mit dem Kopf an den linken Pfosten und einmal Vollspann an den rechten Pfosten. Also da kannst du schon von Glück reden. Plus die zweimal, wo Radetzky glücklicherweise direkt im Schuss von Volland steht. Also da waren wir ja so gar nicht auf dem Feld. Da ging spielerisch ging da jetzt irgendwie sowieso nicht so viel. Auch in der zweiten Halbzeit jetzt nicht so wahnsinnig, aber erste Halbzeit war schon schwere Kost für die Eintracht. Ja, man lässt sich da immer so ein bisschen blenden. Der Marvin nicht, aber haben dann auch viele Leute getroffen. Und wenn man so über das Spiel gesprochen hat, ist dann einem eigentlich klar geworden, dass die Eintracht echt noch nicht so viele gute Heimspiele hatte auch. Also das war im Endeffekt eine Leistung, wenn du es alles rational betrachtet hast, die man eigentlich erwarten konnte, weil der Eintracht zu Hause an viele Mannschaften schon echt nichts eingefallen ist und die Mannschaften wissen das ja auch irgendwann. Du siehst es ja, es gibt ja mittlerweile tatsächlich viele, viele Trainer, die auch Videoanalysen machen. Man soll es nicht glauben, gerade in Frankfurt nicht. Aber wenn du dir jetzt zum Beispiel die Spiele von Wolfsburg, Augsburg anschaust, dann weiß man ja, und auch selbst Bremen und Stuttgart haben es ja hier zeitweise auch geschafft, dann weißt du schon, wie du der Eintracht so ein bisschen in den Zahn ziehen kannst. Und das hat Leverkusen auch gemacht. Die haben und das wie sogar, ihr schon gesagt habt, dann kann es plötzlich wirklich 2-0 stehen. Und da haben wir eigentlich Suff gehabt. Also die haben das sogar sehr hervorragend gemacht. Im Vergleich zu vielen anderen Mannschaften hat Leverkusen sehr konsequent die Räume zwischen Mittelfeld und Abwehr bespielt und hat damit quasi unsere Lücken, die wir ständig aufgemacht haben, genutzt. Und auf der anderen Seite haben sie halt auch sehr konsequent das Mittelfeld aus dem Spiel genommen. Also ich habe mir das nochmal so in so ein paar Taktikanalysen nachgeschaut. Also das Mittelfeld, Wolf, Boateng, Willems, die hatten alle so mehr oder weniger mindestens zwei Mann auf den Füßen stehen. Was bedeutet, dass der Spielaufbau von hinten raus eigentlich vollständig von Abraham und Salcedo gemacht werden musste. Und die sind halt beide im Spielaufbau, also die sind defensiv super, aber so Spielaufbau ist halt jetzt auch nicht so deren Stärke. Das finde ich eigentlich ein bisschen zu simpel, weil das ist ja mittlerweile schon ein alter Trick im Buch. Also, ja, aber er hat funktioniert. Das haben ja schon Vereine früher bei Dortmund auch gemacht, als Subotic und Hummels noch da waren, dass sie einfach Subotic den Ball gelassen haben und gesagt haben, viel Spaß, mein Dinger. Da ist bei der Eintracht trotzdem noch mehr im Argen. Das geht mir zu einfach, ehrlich gesagt, dass die Eintracht, sobald du den an zwei, drei Schrauben drehst, zu sagen, okay, da fällt einem dran nichts mehr ein. Das ist so ein bisschen erschreckend schwach, Basti, war doch eigentlich dann diesmal nicht unbedingt, klar, nach vorne hin haben wir eh jetzt Probleme so ein bisschen gehabt, auch in anderen Spielen schon, aber die Abwehr oder insbesondere auch diese, nenne ich es jetzt mal die Fünferkette, die da hinten stand, ist mir diesmal bis auf Abraham wirklich extrem schwach aufgefallen. Ihr habt ja schon genannt, Wolf, Vallett als meiner Meinung nach hier wirklich auch sehr problematisch. Willems hat auch meiner Meinung nach überhaupt kein gutes Spiel gemacht, auch gerade bei dem, gut, da kommen wir jetzt gleich dann auch noch zu Gegentor und so
weiter, hat er auch keine gute Figur gemacht, Valletti auch nicht. Also da war, für mich war eigentlich das Überraschende eher bei dem Spiel, dass die Abwehr so schlecht funktioniert hat. Und für mich ist da ein Punkt, warum hat ein Hasebe nicht gespielt? Und dann Abraham war wieder in Ordnung, war solide, Radetzky auch hinten sowieso. Aber die anderen in der Fünferkette haben mir so in dem Spiel einfach überhaupt nicht gefallen. Und da sehe ich auch ein Problem drin, denn dieses ganze Spiel von der Eintracht lebt immer davon, dass eine sichere Defensive da ist und ein sicherer Spielaufbau oder irgendwie zumindest dann mal ein Ball nach vorne kommt, der ein bisschen aus einem sicheren Rückhalt kommt. Und das hat es da diesmal wieder überhaupt nicht. Und das, denke ich, ist für mich zumindest ein Punkt, weshalb es nicht funktioniert hat. Ja, weiß ich nicht. Ich würde, wegen einem Spiel würde ich noch keine, also für mich persönlich noch irgendwo nichts ableiten, was was jetzt irgendwie mit der Abwehr zu tun hat, dass irgendwie Fallett oder Willems irgendwie persönlich schlechte Leistung hatten. Vielleicht war das halt auch ein Gegner, der das gut ausgenutzt hat. Das weiß ich nicht. Ich hoffe nicht, dass sich der Trend bestätigt, den du da jetzt angesprochen hast, weil es war natürlich so. Nur sehe ich es trotzdem viel problematischer. Ich finde es trotzdem eine Problematik bei der Eintracht, die sich durch die wir vielleicht so ein bisschen vergessen haben, weil wir halt zweimal gegen Bremen und Stuttgart späte Tore gemacht haben und gegen Dortmund halt ein 2-0 aufgeholt haben, was sich hier im Nachhinein gegen Dortmund zum Beispiel auch so ein bisschen relativiert, ehrlich gesagt. Und ja, die klar, Eintracht hat da die Eintracht hat da halt, glaube ich, trotzdem meiner Meinung nach immer noch ein Problem, was aber für Eintracht Frankfurt halt auch jetzt kein Problem ist, wo wir sagen, das ist ein Skandal, sondern das ist wahrscheinlich müssen wir das fressen, ehrlich gesagt. Ich war nach dem Spiel auch gar nicht sauer. Ich war schon sauer natürlich, aber das war eher so wie so ein kleiner Reality-Check, wo ich dachte, ja gut, vielleicht hätte ich mich nicht in so einen Rausch reden sollen, wie das in der letzten Sendung gemacht haben. Und vielleicht ist das einfach gut, unser aktueller Leistungsstand. Ja, ich denke auch. Und es passt auch im Endeffekt auch leider dummerweise ziemlich gut zusammen. Du hast in der letzten Woche schon, war das alles schon sehr unglücklich, jetzt noch kurz vor Schluss das Gegentor bekommen, aber halt auch nicht stabil genug gewesen, um ein 1-0 über die Zeit zu bringen. Und jetzt verlierst du halt, nachdem du einen eigenen offensiven Drang hattest, durch einen beschissenen Konter. Das passt halt wie die Faust aufs Auge. Und natürlich sind wir da in gewissen Situationen einfach nicht stabil genug. In der ersten Halbzeit hatten wir massiv viel Glück. Man muss ja auch sagen, wir kritisieren das jetzt vollkommen zu Recht auch, aber nach der Halbzeit waren wir besser. Das will ich auch sagen. Dass der Eintracht danach schon versucht hat, das Heft in die Hand zu nehmen. Dass Rebic zum Beispiel, da waren schon wieder Momente der Genialität dabei. Der Rebic, der wirklich die Chance gesucht hat im Zusammenspiel mit Aller. Und dann 13-Meter-Schuss, das war doch ganz nett. Und da hast du gesagt, okay, super, wir sind langsam wieder in diesem Spiel, wir arbeiten uns da rein. Und also ich meine, da waren die Möglichkeiten da. Das Einzige, was ich hier kritisieren kann, ist insbesondere, ist halt hier die Abschlussschwäche. Ja, die Abschlussschwäche wie von einem Gacinovic zum Beispiel, der mir auch bei dem Spiel nicht wirklich gut gefallen hat. Da war wieder der Gacinovic der Woche, ehrlich gesagt, diese eine Szene. Also das fällt mir jetzt schon die ganzen letzten Wochen auf, sorry. Ja, er war. Genau, das ist halt. Er war halt an vielen Stellen wieder zu überhastet, zu vorschnell mit den Abschlüssen. Die waren dann halt auch noch ungenau. Ihm fehlte dann irgendwie so ein bisschen der Blick. Klar, und Rebic hatte jetzt zwar seine Abschlüsse, aber die waren jetzt halt auch nicht so präzise. Also irgendwie das Ding halt vollspannend in die Mitte aufs Tor hauen. Ja. Musste zwar erstmal machen können an der Stelle, aber ist halt jetzt auch keine Bombenkreativität, die da drin steckt. Aber ich finde, bei Rebic und Gacinovic muss man in dem Spiel trotzdem differenzieren, weil Marvin hat es schon gesagt. Ich fand, Rebic war eigentlich in Ordnung. Also Rebic war für mich einer der Gesichter dieser zweiten Halbzeit zu sagen. Ja, okay, definitiv. Ja. Du siehst tatsächlich was, das ist, glaube ich, das, was wir aus dem Spiel mitnehmen können. Du siehst, dass der Eintracht fehlt nur noch trotzdem, was vielleicht, ehrlich gesagt, vielleicht ist für uns Fußball auch zu sehr Tagesgeschäft, was vielleicht auch echt normal ist, dass eine Mannschaft, die trotzdem erst 14, 15 Pflichtspiele zusammen hat, dass es einfach so ist, dass es dann in die einfach Gegner manchmal, gerade wenn er gut in Form ist, wie Leverkusen. Und die Eintracht hat trotzdem gezeigt, das ist trotzdem, was ich auch festhalten will, bei aller Niederlage und bei allem Unvermögen. Und Gacinovic haben wir eben angesprochen, der hat mich auch genervt, ehrlich gesagt, weil ich jetzt mittlerweile auch darauf achte manchmal, weil er immer diese falschen Entscheidungen oft trifft, obwohl er eigentlich so gut spielen kann. Das ist ja eher so eine Entscheidungsfrage bei ihm. Aber was ich eigentlich sagen wollte, trotzdem ist das ein Spiel gegen eine Mannschaft, die wieder gut in Form ist,
was wir auch trotzdem hätten gewinnen können, beziehungsweise auch unentschieden spielen hätten können. Das war trotzdem am Ende des Spiels, war die Niederlage jetzt nicht, wo man sagt, okay, die ist hochverdient, die Eintracht war grottenschlecht, sondern nee, also das Ding auch das gewinnen können. Definitiv nicht. Also wir waren nicht schlecht. Es hat sich relativ schnell abgezeigt, dass wahrscheinlich die Mannschaft, die das erste Tor in dem Spiel macht, die sein wird, die es am Ende halt auch rettet. Ja. Wie du schon sagst, wahrscheinlich haben wir uns das auch alles so ein bisschen eingeredet, weil wir sind halt auch in der reinen Heimtabelle gerade mal auf Platz 16, also Heimspiele ist bislang diese Saison nicht unsere Stärke. Wir waren 6 Spiele in Folge ungeschlagen, was halt auch aus Eintracht-Perspektive schon mal eine ganz ordentliche Serie ist. Ja, da hat am Ende halt das Glück nicht gereicht, also dass wir das Spiel jetzt am Ende nicht gewonnen haben, da ärgere ich mich kein Stück drüber. In welcher Situation das passiert ist, nämlich dass du eigentlich, als du gerade in dieser Drangphase warst und klar die bessere Mannschaft warst, dann diesen blöden Konter kassierst, ja, eingeleitet von eben jenem genannten Gacinovic, der einfach nicht die Übersicht hat und versucht, einen Abschluss zu suchen, wo es eigentlich gar keine Chance gibt, dass das Ding auch nur annähernd auf das Tor kommt. Und du es mit 5 Spielern in der eigenen Hälfte nicht schaffst, gegen 3 Leverkusener da zu bestehen und ein Volland Vogelwild hinten Platz hat, der hätte sich noch einen Schuh binden können, bevor er das Ding reinschießt und da wäre noch keiner rangekommen. Also das ist halt das, was mich ärgert. Genau. Ja, ich und das ist, glaube ich, auch normal, dass uns das ärgert. Wäre ja auch komisch. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, man sollte keine dramatischen Sachen aus dem Spiel ableiten, weil es ist halt... Nein, aber trotzdem, natürlich ist doch klar, dass die Leverkusener kein Kleingärtnerverein sind. Ja, ich meine, da kommt ein gutes Team nach Frankfurt, ist doch ganz klar. Und jemand wie Volland, der langsam auch wieder zu seiner Form, zu seiner normalen Form oder zu der Form zurückfindet, die man sich schon immer von ihm erhofft hat, dann ist es natürlich klar, dass der in einer guten Konstitution natürlich das Ding auch einlocht. Und die haben uns natürlich klassisch ausgestellt. Das ist eine Mannschaft, die unglaublich schnell auf den Außen ist, genau diese Schnelligkeit ausgenutzt hat. Wir waren nicht wach genug. Dann war auch der Fehler von Boateng, der nicht entscheidend mitgelaufen ist, wo auch unsere Offensivspieler vielleicht auch mal es verpasst haben, ein taktisches Foul zu ziehen, was dann diesen Angriff unterbindet. Das war Blödheit. Und genau das sind diese Nuancen. Wir arbeiten uns halt momentan an Nuancen ab und da passieren die Fehler. Das heißt, du hast Glück gehabt in der ersten Halbzeit, gehst mit einem 0-0 in die Pause und dann bist du in der zweiten Halbzeit wirklich besser. Das heißt, du lernst da draus und kassierst dann so ein dummes Ding. Warum? Weil die Spieler der Leverkusener in dieser Situation einfach ein Stück weit reifer waren und die Torgefährlichkeit noch ein bisschen mehr hatten als unsere Offensivkräfte wie Gacinovic, der nicht den richtigen Moment abpasst, um das Tor, ein potenzielles Tor einzuleiten. Das sind die Ärgerlichkeiten, daran muss gearbeitet werden. Aber woran auch gearbeitet werden muss und was ich hier nochmal ganz deutlich ansprechen will, ist die unfassbare Abschlussschwäche beziehungsweise das Unvermögen, wenn es um Ecken und Freistöße geht. Oh, vielen Dank, dass du das ansprichst. Das wäre mein nächstes Problem. Ja. 9 Ecken und du hast nicht mal einen gefährlichen Torschuss da am Ende raus. Das kann es doch echt nicht sein, Kinders. Du hast Freistöße gehabt. Ich erinnere an das lapidar lächerliche Teil von Stendera, der meint, der hat jetzt irgendwo, was weiß ich, vielleicht hat er sich irgendwo bei YouTube mal die Freistoßvarianten angeschaut und was ist dann dabei rumgekommen? Dann hat ihn jemand angespielt. Und er schießt den ersten Gegenspieler, der ihm entgegenkommt, schießt er an und es wird fast wieder zu einer Konterchance für die Leverkusener. Meine Fresse, was ist denn los mit euch? Fangt doch endlich mal an, diese Kleinigkeiten ordentlich zu bearbeiten. Das nervt mich, dass wir einen Konter fangen. Das passiert gegen eine tolle Mannschaft wie Leverkusen, passiert es einfach. Aber dass du zu blöd bist, die Freistöße so sinnvoll zu verwenden, dass du zu blöd bist, gefährliche Ecken zu kreieren, dass wir vielleicht auch mal den einen oder anderen haben, der mit dem Kopfball gefährlich werden kann. Ja, Leute, das ist Handwerkszeug und da wiederholen wir uns, aber das muss besser werden. Du schaffst damit ja oft, wie du sagst, Kontersituationen auch, wo es richtig gefährlich wird. Das ist das Schlimme. Du hast richtig angesprochen, Marvin, genau das ist das Problem, dass diese Bälle tatsächlich eher zur Gefahr für uns werden, weil sie so dämlich sind. Wirklich so dämlich reingeschossen werden oder so schlecht in den Zweikampf dann noch reingelaufen, dass du wirklich zu überhaupt nichts kommst. Und da müssen wir dringend dran arbeiten. Bin ich genauso, es ist genauso ein Mitteltore zu machen, wie aus dem Spiel heraus. Ja. Aus dem Spiel heraus läuft es im Moment nicht so gut, dann müsstest du doch umso mehr diese Chance. Das ist genau das, was du sagst. Der Marvin hat es vorhin angesprochen, dass es um Nuancen geht. Und genau diese Nuancen kannst du halt manchmal zu deinen Gunsten umstoßen, wenn du halt einfach ein scheiß Eckballtor machst. Ja, dann darf ich die Leverkusen auch dann denken, oh, wir waren in der ersten Halbzeit doch besser, jetzt schießt plötzlich 1-0. Ja, das sind, wir, das war,
ich will das Leverkusen-Spiel, kann man eigentlich aber auch auf viele Spiele drauflegen wie Hoffenheim und Mainz. Das sind so Spiele, die musst du nicht verlieren. Und da fehlt der Eintracht, da fehlen noch ein paar Prozent. Ich bin froh, dass es nur ein paar Prozent sind und dass wir nicht hier über elementare Dinge gerade diskutieren und sagen, da ist eine tote Mannschaft auf dem Platz, da sind unfähige Kicker, da sind irgendwelche Graupen. Nein, es geht bei der Eintracht gerade tatsächlich um Nuancen, um Lösungsansätze, die sie in gewissen Situationen hat, die sie irgendwie noch nicht hinkriegt. Wir hatten ja vorm Spiel auch gesagt, diese Hektik manchmal im Spielaufbau. Da hat der René es gesagt, dann stellen die zwei zu und dann fällt dir nichts mehr ein. Daran kann man arbeiten. Das ist wahrscheinlich auch ein Entwicklungsprozess, der länger dauert, als wir das irgendwie uns wünschen würden, weil man ja halt eigentlich trotzdem jedes Spiel gewinnen will. Aber ich habe es in Mainz gesehen, in Hoffenheim und gegen Leverkusen jetzt auch, dass so ein paar Prozent Killerinstinkt in gewissen Situationen einfach fehlen. Das ist tatsächlich so, und wie ihr es gesagt habt, die Standardsituationen sind da tatsächlich was du eigentlich nochmal aus der Hinterhand holen könntest, wenn du es eben gerade nicht hinkriegst oder es halt noch dauert. Die Eintracht, vielleicht sollte die Eintracht sich mal was überlegen, die Ecken gar nicht mehr auszuführen, sondern das so wie Guardiola, also Barcelona früher gemacht. Ja. Einfach gar nicht ausführen. Da geht Williams dann, spielst du ein kurzes Eck und dann schaust du, dass du vielleicht aus nochmal zurückspielst, dann machst du halt so eine Halbfeldflanke vom 16er Kante. Keine Ahnung. Also alles besser als das jetzt. Halt die Scheiße, was da getan hat, ist grauenvoll, ja. Ja, aber ich finde es gut. Es ist ein guter Einwand hier von Basti. Vielleicht sollte man das eher so machen, bevor man sich an Dingen abarbeitet, die man anscheinend eh nicht beherrscht. Dann ist es besser, genau so eine kurze Variante. Vielleicht kannst du hier auch noch in gewisser Art und Weise innovativ was kreieren. Dann mach's lieber so, bevor die immer ungefährlich werden, zum Gegner gehen und wieder zu einer Gegenstand. Konter dann noch herführen. Ja. Also das ist doch das wirkliche Problem. Vielleicht sollten wir es so machen. Das ist ganz notwendig. Und was halt auch in dem Spiel auch nicht gepasst hat, und darüber können wir ruhig auch mal reden, ist die Tatsache, dass beide Einwechslungen im Endeffekt komplett verpufft sind. Also Stendera war schon nicht gut, aber an Kamada hat mir in diesem Spiel überhaupt nicht geholfen. Und Regota, ja gut, das war, der kam halt auch in der 87. Minute. Das spät, verstehen. Auch 87. Minute. Ja, das ist aber auch da war nichts Positives. Also ja. Die beiden Wechsel sind leider komplett verpufft. Genau, also für den Kamada-Wechsel, da wirst du dich nachher auch noch aufgrund deines geistigen Ergusses da verantworten müssen, Herr Marvin? Mein geistiges Eigentum, hallo? Wie kreativ kann nicht jeder sein wie ich? Ja. Also das hat mir mindestens genauso viel Schmerz bereitet wie das Spiel in der ersten Halbzeit. Kann man da nichts machen. Oh. Sendungstitel, meine Damen und Herren. Sehr gut, ja. Ja, okay. Okay, redet weiter. Aber Marvin, hast du recht. Also auch, ich hätte eher als Reaktion sogar gesagt, bring mal einen Tabata, weil Willems auch wirklich auf Erde mal nichts gebracht hatte. Hm. Dann auch ein Wechsel. Ich habe es eh nicht verstanden, warum Hasebe nicht spielt. Aber es ist natürlich eine Situation, wenn der nicht fit ist, das bringt er uns auch nichts. Es muss natürlich auch hinten mit ein bisschen Tempo gespielt werden. Aber Stabilität, die du aus von Hasebe in der Abwehr eben mal kreierst und auch eventuell doch mal. Es ist halt einfach jemand, der auch eine Sechser-Position kann und dementsprechend nach vorne gehen kann. Das ist schon nochmal eine feine Sache. Hasebe ist für mich ein wichtiger Spieler. Warum hörst du dich jetzt wieder gut an, nachdem du eben abgehangen warst, wie als würdest du in Island irgendwie gerade Wale töten? Also nee, in Island haben sie auch beim Walefangen besseres Internet. ganz kurz zusammengefasst, ging nur darum, Hasebe würde ich gerne von Anfang an sehen, weil er eine Stabilität kriegt. In dem Moment, wo du Hasebe sagst, ist die Leitung schon wieder weg. Ja, aber Hasebe. Man hat schon gemerkt, also das Problem gerade in der zweiten Halbzeit, du hättest eigentlich jemand anderen viel früher gebraucht, der diesen Spielaufbau halt konsequenter macht, sodass du einfach viel mehr gefährliche Bälle irgendwie da vorne in diesen Sturm bekommst. Wer hatte das? Jetzt habe ich meine Notizen weggeklickt. Ich bin auch so ein Held. Der Stefan hatte das halt auch geschrieben, dass gerade in der zweiten Halbzeit das Problem mit Boateng als einzigen Sechser, dass ein Hasebe, der einfach von hinten raus auch diesen Spielaufbau mal ganz anders da gestalten kann, da viel mehr gebracht hätte. Also diesen Wechsel hättest du irgendwie viel früher oder hättest du ziehen müssen an irgendeiner Stelle. So. Ja, es ist im Endeffekt trotzdem unglücklich, weil das Stendera, glaube ich, nochmal in so ein Loch fällt, ist klar, glaube ich, wenn du so lang verletzt bist, das wird vielleicht auch noch 3 Spiele andauern. Ja. War auch ziemlich früh, ziemlich griffig eigentlich, hat mich eh gewundert. Es ist tatsächlich vielleicht so, dass wir uns immer wieder auch ins Gedächtnis rufen müssen, dass unsere zwei besten Mittelfeldspieler immer noch fehlen. Also, Teng ist noch nicht auf 100% Wettkampf.
Fehler trotzdem lernen kann, ehrlich gesagt. Und dieses Internet heute. Das ist so gerne. Ja, also ich glaube, in Summe kann man sagen, es war jetzt nicht schön und da wäre wesentlich mehr drin gewesen, aber ja, also in Tränen ausbrechen muss man deswegen jetzt nicht. Nein, aber ja. Du musst an diesen Kleinigkeiten arbeiten und daran, und das muss auch gewissenhaft passieren, weil das sind so die Dinge, ach, weißt du, ganz ehrlich, das habe ich 2011 schon gesagt, also ich meine, wir machen diesen Podcast hier seit Ewigkeiten, aber gefühlt seit einer ganzen Ewigkeit ist die Eintracht nicht in der Lage, einfach mal Standards dauerhaft gut zu verwandeln, und das ärgert mich einfach. Das kriegst du sogar hin, kannst du jungen Kindern einbläuen und irgendwann kriegen sie es hin und sind ein bisschen innovativer. Leute, fangt doch bitte an damit, weil ja. Ist doch so, wir sind doch eine Mannschaft, die eine Qualität hat. Und guck mal, wir haben es trotzdem geschafft, durch den Sturm der ersten Halbzeit zu kommen. Dann kann man doch vielleicht mal versuchen, daraus was Besseres noch zu machen. Und das nervt halt einfach. Dass du ein Gegentor gegen Leverkusen bekommst, meine Fresse, das ist doch ganz klar. Das ist eine super Mannschaft. Ist doch klar, dass du aber du musst in der Lage sein, zu Hause dann auch mal selbst ein Tor zu machen. Und wenn das aus dem Spiel heraus nicht klappt, dann halt musst du die irgendwie ein bisschen überlisten, musst du ein bisschen listig sein und dann haust du, einen Freistoß oder so mal rein. Ein bisschen mehr Gefahr kreieren durch solche Standardsituationen. Das muss endlich mal sitzen. Ja. Das ist true. Ja, haben wir noch irgendwas zu dem Spiel, was wir da sagen müssen? Ich glaube, wir haben alles soweit durch, oder? Ja, also ja, ich denke, wir haben es ganz gut abgearbeitet. Valent muss halt endlich mal wieder ein bisschen Konstanz reinbekommen. Der macht ein gutes, ein schlechtes Spiel. Der Junge, ich war ganz ehrlich, Basti hat es eben gesagt, wir müssen hier nicht darüber reden. Wir müssen nicht auch alles hinterfragen. Die Sache ist ja auch die, das ist ja immer noch eine Mannschaft, die hier ein bisschen zusammengewürfelt zum Teil ihre erste Bundesliga-Saison spielt, ne? Und dafür ist es ja okay. Aber wir wollen ja nicht ganz unten reinrutschen. Und dafür wäre es halt einfach gut, wenn ein paar Leute wieder ihre Konstanz bekommen und wir gleichzeitig uns im Winter auch schon nochmal ein bisschen umgucken, ob es den einen oder anderen Innenverteidiger gibt. Ein bisschen mehr Stabilität da drin, ne? Den wir für ein bisschen mehr Stabilität irgendwie nach hinten gewinnen können. Weil ansonsten sind wir, glaube ich, ganz gut aufgestellt. Aber darüber kann man ja mal nachdenken. Ja, das ist auf jeden Fall. Ja. Grüße nach Madrid. Da muss aber das spanische Wort für Grüße noch lernen, bitte, ne? Werde ich tun bis nächste Woche. Das ist Hausaufgabe bis nächste Woche. Alright. Ja, kein Doppelpass mehr gucken, sondern Spanisch. Ich finde, der Marvin hat es ganz gut zusammengefasst. Man kann das Spiel somit abschließen. Es ist im Endeffekt ein Spiel, wo du denkst, okay, vielleicht erdet es uns ein bisschen ein, dass man so diese Hoffnung, die man hatte, vielleicht sogar da ein bisschen vorne sich festzubeißen, die ist jetzt weg, man hat die Chancen in Mainz, in Hoffenheim zu Hause jetzt gegen Leverkusen, man hat es halt vertan, das passiert, das ist auch kein Riesendrama, weil die Spiele hätten wir auch alle irgendwie dramatischer verlieren können. Es gilt jetzt trotzdem, ich hoffe, dass die Eintracht sich nicht in den Winter schleppt, jetzt ehrlich gesagt, sondern dass diese vier Spiele, die jetzt anstehen, hochgradig ernst genommen werden und man trotzdem probiert, 3, 4, 5, 6 Punkte zu holen noch. Und dann haben wir eine gute Hinrunde gespielt mit allen Unwägbarkeiten, die wir drin hatten, durch diese neu zusammengestellte Mannschaft, durch die eine oder andere Verletzung. Da kommen, Mascarell läuft wieder, kommen ein paar dazu, die nämlich genau das, was der Dennis gefordert hat, oder aber auch der Marvin war es, glaube ich, die genau das, was Hasebe dem Spiel geben sollte, auch geben können. Zum Beispiel Mascarell kann dieses Mosaiksteinchen sein, was den Prince auch vielleicht ein bisschen nach hinten entlastet und dann dafür sorgt, dass er vorne wieder ein bisschen mehr Gefahr ausstrahlt. Das wäre eine geile Doppel-6-Mascarell-Board hängen, ehrlich gesagt. Also das sind zwei richtig geile Spieler. Ja, irgendwas, wo er halt auch positionsmäßig bleiben kann. Also immer dieses nach vorne rennen, nach hinten sprinten, dann in der Abwehr wieder. Ich glaube, das ist jetzt nicht so unbedingt seins. Geht um die aktuellen Spiele. Hallo erstmal. Endlich scheint es zu funktionieren. Ja. Du hörst dich gut an. Also Windows-Sicherung hat komplette Netzwerk blockiert. Ich habe jetzt mal einen Port gesperrt. Jetzt dürfte es erstmal zumindest wieder funktionieren. Genau. Wenn er mich gut hört, dann ist schon mal gut. Bei Windows und IT-Problemen fragen Sie Ihren Arzt oder Dennis. Genau. Toll. Ja, wir waren gerade noch so ein bisschen bei dem Thema Entlastung schaffen in der Winterpause durch Zukäufe für stabilere Abwehr und auch hoffen auf Rückkehrer aus der verletzten Region. Wen hattet ihr denn noch als möglichen Kauf schon irgendwas gesprochen? Weil Mascarell und Fabian, wir wollen nur Vallejo, nichts anderes. Das können wir erst nächste Woche. Ich muss bis nächste Woche das spanische Wort für Grüße lernen. Oh. Es gibt auch,
Aber Dennis, es gibt auch jetzt aktuell noch nichts Festes, was man jetzt irgendwie so gehört hat. Also es ist jetzt nur, wir haben die Vallejo-Thematik nochmal kurz angerissen. Ich denke, hier wäre das jemand, der uns irgendwie gut zu Gesicht stehen könnte. Und ich habe halt generell gemeint, selbst wenn der erst wird, sollten wir in der Innenverteidigung nochmal gucken, ob wir da irgendjemanden ja. bekommen, der werthaltig ist, mit dem wir irgendwie auch agieren können. Ja, weil was man auch festhalten muss, jetzt unabhängig von dem Spiel, Salcedo ist so ein bisschen eine kleine Enttäuschung, ehrlich gesagt, finde ich. Ja, ist es, ja. Ist leider nicht die Sicherheit, wo wir gedacht haben, dass er es hätte genau. können. Genau. Ich hätte eigentlich gedacht, dass das eine Bank ist, quasi. Ich habe gedacht, die Innenverteidigung wird einfach Abraham Salcedo sein. Ja. Habe ich mir. Ist leider nicht so, ist ein bisschen unstet. Das führt dazu, dass er genau das, was der Marvin gesagt hat, dass man vielleicht im Winter überlegen sollte. Und ich habe es jetzt schneller gemacht als angekündigt. Saludos heißt es. Saludos. Ah. Aber mit Hasebe und ich sag mal, Abraham hat mir eigentlich Salcedo am besten bisher gefallen. Im Vergleich zumindest jetzt noch in der Konstellation jetzt Fallett am Wochenende, das hat mir eigentlich jetzt wieder, das gefällt mir aktuell leider gar nicht. Aber gut, ihr habt, glaube ich, vorhin ja schon nochmal über die Hasebe-Problematik gesprochen. Hat denn da jemand was mitbekommen, warum er nicht gespielt hat? Oder hat er einfach nicht ins System gepasst oder hat er nicht gut trainiert, weil der doch auch immer diese Wehwehchen hat? Ich glaube, er ist noch irgendwie so ein bisschen angeschlagen, aber nichts Konkretes. Weil er halt wirklich für mich ein Spieler ist, der auch im Spielaufbau, weil er eben auch die Sechserposition beherrscht, einfach da viel mehr Ruhe reinbringt. Der ist jemand, der wirklich uns da sehr viel Stabilität reinbringt und ja. nicht nur defensiv, sondern auch nach vorne einfach. Das war das, was ich gesagt habe, starke Nummer. Der Stefan geschrieben hatte, dass er halt nicht nur Stabilität in der Abwehr hat, sondern halt auch wichtig ist ja. für den Aufbau nach vorne, für die Verteilung, für die Übersicht, weil er halt einfach auch diese Ruhe und das hat. Ist auch ein geeigneterer Spieler, wenn du tatsächlich mit Fünferkette spielst, dass du in der Mitte jemanden bisschen flexiblen, fluiden Spieler hast, der jetzt nicht auch Innenverteidiger ist. Ja. Also, dass du irgendwie drei Kanten da nebeneinander stehen hast, sondern dass quasi derjenige, der in der Mitte ist, genau das, was ihr gesagt habt, macht. Das ist, finde ich, auch eigentlich besser. Und ich würde, wenn wir eine Fünferkette spielen, dann muss der in der Mitte quasi wirklich ein Sechser eigentlich sein, weil der dann quasi genau diese Schnittstelle sein kann. Und wenn du mal mit drei Innenverteidigern spielen willst, dann vielleicht dann, keine Ahnung, gegen Bayern oder was, wo du die Bälle rausklopst. Also das ist ja dann im Endeffekt auch eine Entscheidung, wie du auftreten willst. Ja. Kann man machen, aber ich finde, drei gelernte Innenverteidiger nebeneinander führt genau dazu, was der Dennis gesagt hat. Da gibst du ein bisschen was davon ab, was du im Spielaufbau gebrauchen könntest. Zumindest also, haben wir die Qualität, das Geld nicht, um die Innenverteidiger zu verpflichten, die das auch noch können. Ja, das ist halt einfach der Unterschied. Ja, gut. Gut, dann ist das nicht, also jetzt an irgendwelche Piquets oder so zu denken. das war natürlich hatte ich das. Ich sag, der Typ Innenverteidiger, den die Eintracht sich leisten kann. Also, ja, das ist wenig bei dir. Gibt natürlich Innenverteidiger auf der Welt, die das können. Grüße nach München. Gut, dann würde ich sagen, haben wir das Spiel erschöpfend behandelt und lass uns mal gucken, was sich da sonst noch so Aktuelles gerade tut. Fabian und Mascarell nehmen wieder so ein bisschen mehr am Thema Mannschaftstraining teil. Mhm. Das ist doch schon mal sehr erfreulich. Dann kann man doch hoffen, dass das jetzt auch. Ja, also das muss man differenzieren. Mascarell Mannschaftstraining und Fabian fängt jetzt gerade erstmal wieder auch an, aber das dauert alles noch eine ganze Weile. Ja, ne? Also die Hinrunde nicht mehr, aber. Sie kommen jetzt, also man sieht doch zumindest, dass Genesung und so weiter da voranschreitet. Und genau, heute hat er individuell trainiert, aber das heißt, er ist wieder regelmäßig im Aufbau dabei. Ist auch in der Nähe der Mannschaft, das ist schon mal gut. Also wir können hoffen, dass es nach dieser scheiß Rücken-OP da im Sommer, das ewig lang gedauert hat und einem mega auf den Sack ging, dass er zumindest nach dieser kurzen Winterpause, die wird ja nicht lang dauern, wird ja aufgrund der Weltmeisterschaft, die dann in Russland stattfindet, die findet ja im Juni dann schon statt, wird er dann hoffentlich dann auch dann zur Mannschaft stoßen und auch hoffentlich wieder ein Gewinn für selbige sein. Mhm. Ja. Genau. So ist es. Das ist ja der berühmte Kreativspieler, der uns im Moment eigentlich fehlt, oder? Ja, ich meine, nein, naja, gut, also die Sache ist, eigentlich haben wir genug Kreativspieler. Ich glaube, du brauchst nur die richtige Zusammenstellung davon und jeder muss seine Stärken irgendwie, ja,
besser herauskehren. Also ich meine, auch ein Boateng ist schon ein Kreativspieler, aber das muss einfach noch ein bisschen zusammenwachsen, aber die Mannschaft ist halt auch so überhaupt noch gar nicht lang zusammen. Wenn du überlegst, da gab es auch einige Käufe, die erst relativ kurz vor Schluss dann passiert sind. Wir müssen die machen lassen, aber sobald sie, und das ist halt wichtig, immer noch punkten und auch mal wieder einen Dreier einfahren, dann ist es ja in Ordnung. Ja. Dass noch nicht alles Wunderbärchen aussieht, das ist halt dann einfach so. Ne? Aber ist Boateng auf der Position, wo er aktuell eingesetzt wird, dann nicht, kann er sein Potenzial als Kreativspieler doch eigentlich gar nicht so richtig ausschöpfen? Das meine ich damit einfach nur, dass du einfach wieder ja auch eine Position, du brauchst Boateng aktuell auf der Position, weil du einfach ja. Personalnot in Anführungszeichen auch hast und er auch da einen super Job macht. Trotzdem wäre schön, wenn wir einfach vorne noch jemanden hätten, der eben auch dann diese Position bedienen kann. Du hast aber völlig recht, Marvin, auf jeden Fall. Aber dann fallen mir auch schon wenig andere ein, die das noch könnten. Also ein Stendera, ja, aber im Moment ja auch noch nicht wirklich so drin. Und Gasinovic, wirklich kreativ ist er meistens ja nicht, sondern wir haben vorhin schon drüber gesprochen, eher sich für die falsche Entscheidung entscheidet und eher dann mal in einem 1 gegen 1 gut spielen kann. Mhm. Also ich finde es wirklich, ich freue mich sehr, auch wenn er wahrscheinlich am Anfang uns jetzt nicht so weiterhelfen kann. Aber vielleicht setzt es auch die anderen, die jetzt aktuell noch spielen können, ein bisschen unter Druck und dann wäre ich doch schon sehr zufrieden. Ja, das mit Sicherheit. Mhm. Das auf jeden Fall. Mhm. Ja, klingt gut. Genau. Es ist schön, wenn ihr mal sagt, Dennis, man versteht was, es ist schön und nicht, ja. Man versteht nichts, was hat er gesagt. Ich verstehe nicht nur, was du akustisch sagst, sondern auch, es hat logisch Sinn ergeben, insofern bin ich doch sagen, zufrieden. Wir haben dich nicht nur gehört, sondern es war auch mal ein vernünftiger Satz. das ist gut. Ja, ich habe eben noch ins aktuelle Heftchen gepackt, beziehungsweise ins aktuelle Heftchen habe ich eingetragen hier bei uns ins Dokument, dass ja das Eintracht-Museum heute 10 Jahre alt geworden ist. Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Glückwunsch. Sind das schon 10 Jahre? Das ist doch unfassbar krass eigentlich. Das kommt mir gar nicht so lange vor. Ja, aber ich denke, hier im Eintracht-Podcast können wir dem Eintracht-Frankfurt-Museum ja mal herzlich danken dafür, dass sie so lange schon so tolle Arbeit leisten. Wir waren schon auf mehreren Veranstaltungen, sei es jetzt direkt vor Spielen, wo wir ja auch schon mal der Bühne waren oder generell, ich war schon öfter mal dienstags, mittwochs bei diversen Veranstaltungen, die ja auch oft übrigens kostenfrei besuchbar sind für Leute, die vielleicht nicht ganz so viel Geld haben, aber trotzdem irgendwie am Leben teilnehmen wollen, am die Geschichte der Eintracht oder des Fußballs generell aufsaugen wollen. Das finde ich sehr, sehr schön. Da gibt es so viele tolle Aktionen, das Eintracht Frankfurt Museum, die ganze Belegschaft von Pia, Bewe, das ist eigentlich, muss man sagen, ich bin froh, dass es als Teil der Frankfurter Eintracht überhaupt so einen Bereich gibt und mit Leuten besetzt ist, die das so gewissenhaft und schön machen. Ja, yes. Das stimmt. Das kann man nicht oft genug. Dem schließe ich mich an. Und die haben uns auch ganz nett gegrüßt auf der Bühne, als der Marvin nicht da im Publikum schon vom Spiel. Also Grüße zurück jetzt. Ja, und auch Grüße an den Herr Thoma, der ist ja auch einer derjenigen, die hauptberuflich da involviert sind. Also es sind sehr, sehr viele Leute, die das sehr toll machen. Und es ist manchmal so gewesen, wo ich nicht stolz war auf das, was bei der Eintracht generell so manchmal passiert. Aber wenn ich das Eintracht Frankfurt Museum angucke, dann muss ich wirklich immer sagen, ach, immerhin da läuft alles einigermaßen gut oder sehr gut zum Beispiel. Und ich meine, das ist ja auch so, nee, gefällt mir einfach. Wollte ich nur noch kurz erwähnen, sorry. Genau. Und dann hast du noch, oder wer hat das eingetragen, heute vor 4 Jahren war der Tag von Bordeaux. Ja, auf jeden Fall. Ja, ist auch krass, ne? Also ich meine, wenn du überlegst, heilige Scheiße. Ich habe es vorhin auch schon, wir haben so einen Chat von ein paar Leuten hier aus Gelnhäuser Crew und so weiter und so fort, mit dem wir schon ewig ins Stadion fahren, also Freundescrew. Und da haben wir jetzt auch gesagt, ach krass, 4 Jahre ist es schon wieder her, weil wir mit dieser Chaos-Crew halt auch in Bordeaux waren. Und da gab es einen Haufen Bilder, die nie das Licht der Öffentlichkeit erblicken sollten. Viel gute Laune haben die gemacht, auf jeden Fall. Viel gute Laune, auf jeden Fall. Also wir waren ja nicht nur sogar einen Tag da, sondern wir haben eigentlich gleich ein verlängertes Wochenende damals gemacht. Und ich glaube, wir waren Erinnerung auf jeden Fall. Wir waren an keinem Abend nüchtern, um es mal so zu sagen. Und das Spiel an sich, ich meine, spielerisch, wer sich zurückerinnert, das war relativ dürftig. Martin Lanek mit dem entscheidenden 1:0. Ja, das sagt, glaube ich, schon viel aus. Aber dieses ganze Hin und Her, dieses mit so vielen Leuten zum Stadion laufen, die ganze Atmosphäre, Peter Fischer mega gut drauf, macht da noch schön Stimmung und so weiter und so fort, alle in Orange. Also das waren schon einmalige Bilder, die sich, glaube ich, gerne wieder. Die sich auch so ein bisschen eingebrannt haben. Ja. Aber auch da hat man die Bilder halt noch so direkt vor Augen. Also es ist halt schon. Oh Mann! Warst du eigentlich auch damals da?
Basti? Ich, ja, klar. Ja, da haben wir uns ja noch nicht gekannt, deswegen wollte ich jetzt nur noch mal nachfragen. Nee, ich war auch dort. Ich war auch mehrere Tage dort, ohne dass ich jemals ein Bett und oder eine Couch gesehen habe. Okay, das wirft jetzt Fragen auf. Okay. Ich war sehr, sehr lange wach und unterwegs dort. Ja, es war überragend dort. Also es ist, wie gesagt, also alleine dieser Marsch da durch diese kleinen Gassen, wo was irgendwie nicht enden wollte und die Leute aus dem Fenster geschaut haben und da viel gesungen wurde. Ja, und das Spiel, dieses Bild, diese Bilder hat ja jeder, das sind ja tatsächlich Bilder, die sich in die Geschichte von Eintracht Frankfurt einbrennen. Das hat jeder, es gibt so viele Bilder von diesen, von dieser Kurve, die komplett in Orange ist, das war einfach überragend. Das war so geil, also ich meine, aber die Stimmung war auch unter den Fans allesamt gut, ne? Ja, auch in der Stadt, also auch von den Leuten, die in Bordeaux selber wohnen. Also die waren sehr, die haben ja auch, es gab ja viele Plakate auch aus den Fenstern, Gude und Hallo, willkommen in Bordeaux, Frankfurter und bla bla. Also es war überhaupt nicht, wie man das heutzutage kennt, dass die großartig Angst vor den Auswärtsfans hatten, sondern nee, die haben im Gegenteil. Man hatte ja das Gefühl, die haben den Platz da fast da hergerichtet für uns. Also die Leute waren alle sehr, 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 sehr freundlich, da gab es keinerlei Ausschreitungen, glaube ich auch. Nee, das war alles gut. War wie ein großes dreitägiges Fest, sag ich mal. Ja. Das muss man echt so sagen, ne? Und ich meine, wenn du überlegst, dass wir dann ja im Grunde auch die Mehrheit im Stadion gestellt haben, ne? Bei uns alles voll. Und ansonsten von den Bordeaux-Fans ja irgendwie so für ein paar Versprengte oder so, ja. Aber die war trotzdem auch, die haben auch diese kleine Gruppe, die dann da war, die hat trotzdem gut Stimmung gemacht, fand ich. Auf jeden Fall. War ein cooles Spiel. Wobei ich trotzdem sagen muss, auch wenn heute das Jubiläum ist und ich will nicht böse sein, ich fand Porto aber noch geiler, ehrlich gesagt. Porto war ich dann leider nicht dabei. Deswegen kann ich nur von Bordeaux erzählen. Aber das, wir haben ja bald dann auch das. Ich wollte gerade sagen, ich erzähle dann, wann erzähle ich das? In 2 Wochen, keine Ahnung. Ja, genau, in 2 Wochen kannst du dann über Porto erzählen. Aber auch lustig, ne? Dieser schlechte Witz, ne? Mit Bordeaux und Bordeaux. Ja, das hätte ich. Aber ihr werdet, ich habe auch immer gedacht, das sind so Witze, das macht man irgendwie so. Weil es ja lustig anhört. Ich hatte den Fall, jetzt nicht mit Porto und Bordeaux, ich hatte aber heute den Fall auf der Arbeit tatsächlich, da rief einer aus dem Callcenter an, der östlicher irgendwo wohnt wahrscheinlich. Osthessen. Ich hab kein Wort verstanden, ehrlich gesagt. Bis ich gemerkt habe, dass er von irgendeiner, haben sich, glaube ich, Datenzentrale genannt. Das war auf jeden Fall ein deutsches Wort. Und das war mir echt unangenehm. Ich musste ihn 10-mal fragen, wer er ist. Was kommt auf der Datenzentrale? Wie bitte? Wen wollen Sie denn sprechen? Und das war unglaublich tatsächlich. Also dieses Bordeaux-Ding könnte tatsächlich passieren, wenn man es am Telefon bestellt. Grüße an den Herrn. Genau. Und wie gesagt, damals vor 4 Jahren im Eintracht-Kontext hätte es so oder so gepasst. Du musst nur zur richtigen Zeit das Richtige bestellen. Und ob du es willst oder nicht, du wärst wahrscheinlich in eine Stadt gekommen, in der Eintracht-Fans zugegen waren. Ne? Ja. Also insofern, aber wenn man sich an sowas zurückerinnert, dann merkt man, ach, man würde es doch ganz gerne wieder erleben, ne? Auch wenn die Leber. Das ist genau das. Das ist so ein bisschen, eigentlich ist es schade, dass genau nach diesem Leverkusen-Spiel, was mir so ein bisschen diese Illusion geraubt hat, genau diese Erinnerungen wieder auftauchen. Wenn wir gegen Leverkusen gewonnen hätten, dann wäre das Thema, glaube ich, ein bisschen heißer geworden. Und wir könnten uns vielleicht schon darum unterhalten, ob wir das diese Saison erreichen. Mittlerweile bin ich aber, glaube ich, so weit, dass ich mir es diese Saison nicht mehr erlauben werde. Nee, ich auch nicht. Daran zu denken, weil es mich sonst abfacken würde und das hat die Eintracht ja dann auch nicht verdient, weil da gibt es schon Mannschaften, die da oben rumwurschteln, die halt im Endeffekt auch mehr Geld haben als wir und das muss man, ich glaube, man muss leider akzeptieren, auch wenn es immer wieder ein bisschen drin gewesen wäre. Naja. Niemals akzeptieren. Ja, ich akzeptiere es nicht für immer, Dennis, wahrscheinlich geht es in 4 Wochen auch wieder anders, die Eintracht jetzt in Berlin gewonnen hat, aber zumindest für diese Woche jetzt habe ich das Thema für mich abgehakt. Das ist doch schon mal gut. Ja gut, dann lasst uns doch mal zu aktuelleren Themen kommen. Auch am Wochenende wird der eine oder andere in einer Stadt mit Eintracht-Fans sein. In diesem Fall lautet der Name der Stadt Berlin. Wir spielen gegen die Hertha, die jetzt nicht so gut in der Tabelle dasteht, wie es vielleicht noch in den letletzten Jahren waren. Also in den letzten Jahren. Ja, aber ausgerechnet jetzt scheinbar wieder, genau wie Leverkusen, genau. So ein bisschen den Aufwind haben. Ja. Toll. Genau. Also lieber früher gegen die Hertha. Kommt eins zum anderen. Warten. Berlin eher so Mittelfeld. Jetzt hatte ich mich gerade daran gewöhnt, dass die schon irgendwie so auf diesen Europa-League-Plätzen da oben rumlungern. Jetzt
finde ich es ja da nicht mal wieder, sondern musst du da nach unten gucken. Aber wie Basti schon sagt, jetzt am vergangenen Wochenende haben sie 2-0 gegen Köln gewonnen. Mein Gott, ist jetzt vielleicht auch keine große Kunst momentan gegen Köln zu gewinnen. Und das waren jetzt auch nicht so die geilsten Tore. Ich glaube, 2-0 waren der Elfmeter, oder? Sogar. Ja. Und das erste war halt auch eher so ein Horn kann den Ball nicht festhalten und Ibisevic ist halt mit dem Knie da und tritt ihm das Ding dann quasi weg und schiebt ihn dann noch über die Linie. Also das war halt auch ein Gurkentor hoch 10. Aber ja. Sollten wir keine Angst haben. Ach, das weiß ich nicht. Also wie Basti sagt, Berlin, die sind halt auch gerade wieder so ein bisschen im Aufwind. Das ist ja, halt aber auch Berlin so. Ist auch eine eklige Mannschaft. Also ich, ja. Das ist so, an Berlin habe ich keine guten Erinnerungen, außer dass Martin Fehnin an Karneval irgendwann mal da 3 Tore gemacht hat. Das ominöse 3-Tore-Spiel, ja. Mhm. Ja, das ist so ein unglücklicher Ground für uns, glaube ich. Ja, also das ist echt genau das Problem. Ich weiß nicht, ich finde es auch sehr, sehr unangenehm, gegen die Berliner zu spielen, gerade auch in der aktuellen Phase. Du merkst schon, Ibisevic ist schon wieder ganz gut drauf, sie kommen langsam. Ja, natürlich war das Spiel gegen Köln jetzt auch keine offenbare Erinnerung, aber was du gesehen hast, ist, dass sie defensiv sehr kompakt gestanden haben, eigentlich sehr, sehr wenig zugelassen haben und mir das schon ein bisschen Kopfschmerzen bereitet. Und du merkst schon, dass sich Berlin langsam wieder eingroovt. Ich glaube, in den letzten Jahren war es immer so, da haben sie eine 6 extrem starke Hinrunde und eine extrem schwache Rückrunde gespielt. Vielleicht kann sich das diese Saison ein bisschen ausgleichen. Ja, es ist gut möglich. Ich muss halt sagen, dass das Gefühl bei der Hertha für mich immer ein schwieriges ist. Es ist halt auch echt undankbar. Ich glaube, wir spielen sonntags, ne? Wir spielen sonntags, ja, 15:30. Ist halt auch nicht schön, ja. Sonntags, 15:30, wahrscheinlich auch noch irgendwie beschissenes Wetter. Ja. Könnte besser sein. Ja, es ist halt, ist ein bisschen ärgerlich. Also die Mannschaft ist natürlich, das ist machbar. Ich glaube, ich war ja jetzt am Sonntag im Rasenfunk mit Max und ich habe dann gesagt, naja, scheiße, irgendwie ganz ehrlich, die Hertha ist ein verdammt unangenehmer Gegner. Hat aber auch gemeint, naja, gut, denkst du, dass die Eintracht für die Hertha jetzt angenehmer ist? Da hat er einen guten Punkt. Also ich denke, wir müssen uns jetzt ja auch nicht unter Wert verkaufen. Wir sind genauso unangenehm wie die und wir müssen ja... Gerade auswärts. Genau, und wir müssen ja nicht das Spiel machen im Grunde, ne? Und guck dir unsere Auswärtstabelle an, guck dir die Auswärtstabelle an, da sieht es bei uns ganz gut aus. Platz 2. Also insofern, ja, und da ist natürlich jetzt die Hertha ein bisschen unter Zugzwang. Vielleicht können wir die auch mit diesem Mythos der guten Auswärtsfahrer irgendwie ein bisschen beeindrucken. Also da ist schon was drin, aber die Eintracht muss wieder kratzen, beißen und muss sehen, dass sie halt Ibisevic so krass auf den Füßen steht, dass der dann auch mal keinen Bock mehr hat und vielleicht holt er sich mal eine rote Karte ab oder so. Also wir müssen extrem unangenehm sein. Dann ist gegen Bremen sage ich schon, dann ist gegen Berlin was drin. Klingt gut. Auch jetzt mal gucken, dass man da aus diesem Sumpf rauskommt, dass diese Erinnerung, die der Basti ja vorhin schon aufgeworfen hat, eben generell Berlin ist ein schlechter Ground für uns. Ich habe es jetzt mal mir auch angeguckt, du hast recht, ja, so die letzten Spiele sehen alle wirklich nicht so gut aus. 6-1 2013, oh Gott, 14, das war natürlich richtig kacke. Aber ansonsten, das waren alles teilweise auch knappe Dinge. Und wenn du einigermaßen das Ding, also einen Punkt würde ich schon gern mitnehmen. Aber ich traue auch der Eintracht da mehr zu, weil Berlin hat mir auch, ich habe nur ein bisschen die Zusammenfassung da auch gesehen gehabt, es war jetzt nichts Überragendes und da ist schon was drin. Und ihr habt recht, auswärts haben wir wirklich im Moment eine ganz gute Phase und dann sollte man zumindest versuchen, da das auszunutzen. Also ich bin da gar nicht so pessimistisch. Gucken wir mal. Ich habe gerade auch nochmal nachgeguckt, in den letzten 6 Spielen hatten wir allein 4-mal irgendwie ein Unentschieden drin. Also wäre ja auch nicht so schlecht. Ich meine, also ein Punkt aus Berlin fände ich jetzt schon, klar, ein paar mehr Punkte müssten schon irgendwie sein, aber ja, ich glaube, kann man sich jetzt auch nicht beschweren, weil wie du schon sagst, Berlin hat jetzt auch nicht die absolute Grottenmannschaft und da immerhin nochmal einen Punkt mitzunehmen, schadet wahrscheinlich nicht. Eigentlich wäre es aber ehrlich gesagt gut, dort zu gewinnen, weil du dann in die letzten 3 Spiele ein bisschen befreiter gehen könntest, weil die Eintracht muss meiner Meinung nach trotzdem noch 3 Punkte holen. Mindestens. Auf jeden Fall. Ja, musst du entweder in Berlin oder in Hamburg gewinnen. Und wenn du das in Berlin schon mal hinter dich bringst, kannst du, glaube ich, die letzten 3 Spiele, wo du dann was ins Heimspiel gegen Bayern und Schalke. Genau. Kannst du da ein bisschen, dann machst du selbst, wenn du in Berlin gewinnst, machst du die restlichen 3 Spiele zu Nice-to-Have-Spielen, ehrlich gesagt. Und das ist, glaube ich,
gerade wenn du zu Hause gegen Bayern und Schalke spielst, ganz cool. Wer weiß, meine Güte, der Jupp und die ganzen alten Granten von Bayern, die haben jetzt auch, was haben die in Gladbach verloren, glaube ich, oder? Ja, ja. Warum sollen wir die nicht dann an so, wenn wir nicht unter Druck stehen, auch nicht weghauen einfach? Das ist doch genau der Punkt. Schalke genauso, aber das, wenn es dann aber nicht passiert, ist ja keiner sauer. Aber wenn du in Berlin schon gewinnst, hast du quasi so die Pflicht getan und dann kannst du dich auf die Kür konzentrieren. Das ist genau der Punkt. Das will ich nämlich auch. Ich will, dass wir gegen die Hertha zumindest einen Punkt holen. Ein Sieg wäre natürlich mega, aber dass wir auch einigermaßen mit Groove dann in das Bayern-Spiel gehen. Natürlich werden, wenn wir 3 Punkte gegen Berlin holen, aus irgendeinem Grund, dann sind wir ja eigentlich schon für die Hinrunde, sind wir eigentlich schon, da haben da haben wir unsere Pflicht und Schuldigkeit schon getan. Und dann ist alles, was da nach drauf kommt, ist dann noch echt ein Bonbon. Wenn es 1 Punkt wird, ist es auch schon okay. Dann hast du zumindest auch noch die Chance, gegen den HSV 1 oder 3 Punkte zu holen. Dienstagabend 20:30 Uhr. Ich wollte gerade sagen, das ist dann halt auch wieder so englische Woche und dann bist du direkt so zwischen Bayern und Schalke und dann nach den HSV und dann weißt du nicht, wie der gerade drauf ist und habe ich jetzt schon keine Lust. Ja, wir haben aber schon öfter eklige Spiele gegen den HSV gewonnen. Ich erinnere an Leute, die sogar mal einen ganz guten Freistoß schießen konnten, wie Pierson und so weiter und so fort. Also es gab schon mal die Möglichkeiten und auch die Nutzen und auch die wir dann genutzt haben. Aber ich will halt, dass wir jetzt für mich ist ehrlich gesagt, das Spiel gegen die Bayern kann endlich mal wieder zu einer Art Prozession werden, ja. Ja, es kann mal wieder zu einer großen, geilen Angelegenheit werden, ja. Denn ganz ehrlich, im Vergleich zu den letzten Jahren haben wir doch endlich mal wieder die Möglichkeit, gegen die Bayern vielleicht mal die zumindest zu ärgern, ja? Oh ja. Die sind nicht unschlagbar. Die haben extrem viele Verletzungssorgen. Die haben mit Don Jupp vielleicht natürlich den sichersten Trainer, den sie jetzt irgendwie haben konnten, aber der holt auch nicht die Wolken vom Himmel, ja. Und das ist jetzt auch kein Zauberfußball, den die spielen. Die Eintracht ist richtig, in absolut guter, wenn sie in guter Form ist, gegen die Hertha, sich irgendwie ein bisschen den Frust von der Leber gespielt haben, einen Punkt geholt haben und einigermaßen befreit aufspielen, dann ist in diesem Stadion alles drin und dann kann das endlich mal wieder ein richtig geiles Spiel gegen die Bayern werden. Da habe ich voll Bock drauf. Stimmt, auf jeden Fall. Grundlage schaffen jetzt am Wochenende und dann geht's rund. Was glaubt ihr denn aufstellungsmäßig? Ändern wir was? Das wäre toll, wenn wir im Endeffekt die Stabilität durch einen Hasebe in die Innenverteidigung wieder bringen würden. Also ich denke schon, aufstellungstechnisch könnte es ähnlich aussehen, oder? Nur halt ansonsten. Dann mit Hasebe. Also ich hätte ihn gerne drin, aber ansonsten, ich wüsste jetzt gar nicht, was kannst du, kommt denn jemand jetzt zurück, der wirklich verletzungsbedingt, Fernandes, weiß ich nicht, ob du den mal spielen lassen willst. Der war auf der Bank, aber der war halt jetzt auch lange, weiß ich nicht, wäre halt für mich prinzipiell eher so Einwechslung. Also. Ich sehe es schwierig. Ich denke schon, dass wir mit einer ähnlichen Aufstellung spielen und würde mir wünschen, dass wir Hasebe, weil einfach doch diese Kreativität nach vorne dadurch meiner Meinung nach mehr gegeben ist, als wenn du hier Salcedo und Fallett hinten noch daneben stehen hast. Und nach den Leistungen, also da ist mir eigentlich Wurst, Salcedo hat sich jetzt auch nicht mit Ruhm bekleckert. Fallett, klar, beim letzten Spiel jetzt ein bisschen noch unglücklicher ausgesehen, aber da bin ich eigentlich völlig, völlig frei. Ich würde auch sagen, dass wir, ja, du kannst ja mal probieren, kannst Fallett rausnehmen und vielleicht irgendwie Hasebe dafür rein, Hasebe vielleicht eher in die Mitte, dann ein bisschen links Abraham spielen lassen. Vielleicht könnte man es auch so probieren. Glaube aber, dass uns Kovac mit einer Aufstellung überrascht, die wir so nicht erwartet hätten. Ich glaube, der wird es einige Wechsel geben. Bin ich irgendwie ziemlich sicher. Ich weiß noch nicht genau, in welche Richtung, aber ich glaube, er wird einiges ändern. Auch ein bisschen was uns vielleicht wundert. Also, dass vielleicht plötzlich doch wieder ein Gelsenkirchen-Fernandes mal startet, vielleicht auch mal so ein Jovic, wer weiß. Und Tabata kann auch sein, dass der mal wieder reinrotiert und dafür Willems da rausgeht. Ja. Also, ich kann das mir schon vorstellen. Ich glaube, der hat sich so ein bisschen satt gesehen auch daran. Das hat ihn schon ein bisschen geärgert, dass so kleine Nuancen nicht so gut funktioniert haben, auch wenn es ein Lernprozess ist. Okay. Aber Systemwechsel sagt ihr auch wahrscheinlich nicht, oder? Nein. Gegen Hertha würde das eigentlich Sinn machen, bei dem System zu bleiben. Ja. Für mich definitiv, ja. Ja, gut. Ja, ich denke auch, dass es mehr Änderungen gibt, als wir in den letzten Wochen immer besprochen haben. Es wird genau, was ihr sagt, vielleicht kommt Tabata mal rein. Viele kleine Systemwechsel, müssen wir mal schauen. Aber für mich bleibt der Stamm trotzdem drin. Also ich würde keine gravierenden Änderungen machen. Also die Mannschaft soll sich ruhig so weiter einspielen. Und ja,
Was, wir werden es sehen im Endeffekt. Warum sollen wir jetzt wegen diesem einen unglücklichen Spiel ändern? Ich würde es erstmal so lassen, ehrlich gesagt. Ja. Man muss es ja irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht ganz genau, also den Step, den Gacinovic zum Beispiel gemacht hat, von einem Talent zu einem gestandenen Bundesligaspieler, den hat er meiner Meinung nach schon geschafft. Er muss jetzt nur noch irgendwie im Kopf ein bisschen frischer werden, irgendwie zu sagen, okay, ich treffe in Sekundenbruchteilen die richtige Entscheidung. Und dann wird er ein Riesenkicker. Ich glaube weiterhin an ihn, auch wenn er mich nervt, ehrlich gesagt gerade. Aber ich glaube schon, dass er uns noch eine große, große Hilfe sein kann. Okay. Gut, dann sind wir, glaube ich, aufstellungstechnisch durch. Was habt ihr denn an Tipps zu bieten? Tja, also ich sage 1-1. Das ist sehr nett. Basti? Ich sage leider 2-0 für die Hertha. Okay. Das ist negativ. Dennis? Ich glaube, ein dreckiges 1-0 für uns. Jetzt habe ich den einen falsch aufgeschrieben, weil wir spielen ja auswärts. Dennis sagt ein dreckiges 1-0 für uns. Jawohl. Boom. Ach, gehen wir mal in die Vollen, wir gewinnen 3-0. Okay. So geil, ey. Wer lacht da? Wer lacht da? Warum? Warum? Hier gibt es nichts zu lachen. Ach nee, doch, es gibt jetzt jede Menge zu lachen. Wir kommen nämlich zum Dummschwätzer der Woche. Wobei, da ist, glaube ich, auch viel zum Weinen dabei, oder? So, lass mich hier gerade einmal die Kapitelmarke setzen. Und dann lösen wir als erstes auf, wer letzte Woche den Sieg geholt hat. Und es war knapp. Es war wirklich knapp. Wir hatten wieder 5 Kandidaten, die da waren. Einmal die chinesische U20. Da müssen wir, glaube ich, noch ergänzen, dass das Thema jetzt erstmal ausgesetzt wurde. Und man da erst, ich glaube, nächstes Jahr irgendwie im Frühjahr wieder weitermachen will. Also man hat es noch nicht ganz aufgehört, aber man setzt es zumindest aus. Das war der eine Kandidat. Dann hatten wir den DFB für eben die Reaktion auf das Thema mit der U20 und dieser Tibet-Fahne. Dann Sky90 für seine wunderbare Besetzung mit Lothar Matthäus und Alfred Draxler. Dann Sky90 für diesen wunderbaren Frank Buschmann-Tweet mit der Welle vor dem Leipziger Fanblock. Ich hatte das gar nicht mitgekriegt. Ich habe mir das danach dann noch angeguckt. Das ist ja zum Fremdschämen hochziehen. Alter. Genau, und dann hatten wir nochmal die Hörernominierung, den Video Assistant Referee für einfach alles. So, und es war sehr knapp. Wir haben zweimal einen zweiten Platz und einmal einen ersten Platz. Und auf dem ersten Platz ist der DFB, nämlich für seine Reaktion auf die Tibet-Fahne. Und Platz 2 teilen sich Sky90 und Sky für diesen wunderbaren Tweet. Also sehr eng. Sehr, sehr eng alles beieinander. Und es geht schon wieder mit richtigen Hochkarätern hier voran. Wir haben jede Menge Hörernominierungen bekommen. Da ist auch gerade per Twitter noch einer reingeflogen. Den habe ich jetzt noch nicht in der Liste. Wir fangen an. Hörernominierung von Marcel und er nominiert den Herrn Minzlaff für Aussagen, die er in, ich glaube, einem Zeitungsartikel getätigt hat. Und der erste wird Basti schon zum Kochen bringen, der da lautet: Wir haben eine Fankultur, um die uns andere Vereine beneiden. Und das zweite ist, viele sind überrascht, wie nachhaltig und sorgsam wir mit Geld umgehen. Ach Gott, kannst du bitte aufhören? Ich kann mir das nicht geben, weil ganz ehrlich, ich muss irgendeine Herpescreme kaufen, Alter. Ich kann nicht ruhig sein. Ich muss leider dazu was sagen. Ich sehe mittlerweile in den letzten paar Monaten, auch teilweise Jahren, aber in den letzten Monaten ist es frappierend, wie offensichtlich einfach gelogen wird, falsche Dinge behauptet werden. Das siehst du zum Beispiel so wunderbar, wenn du mal bei Fox News ein bisschen reinschaltest und wo eigentlich Trump dann irgendwas erzählt und er erzählt offensichtlich Unfug und es wird trotzdem für bare Münze genommen. Und genau so komme ich mir hier auch gerade vor, dass Minzlaff eine komplett andere Realität hat. Ich weiß, jeder Mensch hat andere Realitäten. Wir können nur als versucht objektive Menschen so nah wie möglich an die Realität kommen, wie es uns, also wie wir es theoretisch schaffen können. Eine hundertprozentige gibt es nicht. Aber meine Güte, was erzählt der Minzlaff da? Das hat nichts mehr mit Realität zu tun. Das ist eine eigene Bubble, in der er lebt, mit all den Red Bull-Menschen oder so. Also das fällt mir schwer. Das fällt mir sehr schwer. Und es bereitet mir echt schon weh, oder? Körperliche Schmerzen. Ja, aber sowas von.
So, sorry. Schwerfallen ist tatsächlich gut, aber das gibt. Mir fällt dazu nichts ein. Manchmal habe ich das Gefühl, das machen die extra, um die Leute zu ärgern. Also das, ich glaube nicht, dass er das ernst meint. Doch, ich glaube, der meint das sehr ernst. Das ist, meint ist er nicht das ernst? Das ist im Endeffekt ein Troll. In hoher Position halt. Das gibt es ja scheinbar. Das scheint ja auch, der Marvin hat es ja gesagt, das scheint ja ein Trend zu sein auch. Ich weiß nicht, wohin der führen soll. Wahrscheinlich zu Bürgerkriegen, hätte ich gesagt. Ich habe keine Ahnung, Mann. Die sollen ruhig weitermachen. Ich denke mir noch was aus. Okay, dann wer ist noch nominiert? Wir machen gerade da weiter, wo wir letzte Woche aufgehört haben. Zweite Hörernominierung von Karim, und zwar den DFB für seine wunderbare, wie hat er so schön geschrieben, für die wunderbare Pressemitteilung, das Wort Eskalation, die Nichterwähnung von Presse- und Meinungsfreiheit und insbesondere den Satz, zum Bedauern aller beteiligten Parteien hat das Projekt nicht die erwartete breite Zustimmung erhalten. Das ist ja die Nächsten! Das sind die Nächsten! Also allein das mit diesem Thema Eskalation. Nicht, es geht doch nicht, Leute, dass ja, wir haben uns hier eine schöne, breite Zustimmung erwartet. Ja, wo denn? Wo habt ihr es in der Hand? Hast du doch schon gemerkt, bevor das kam, die ersten Reaktionen. Und außerdem, Leute, ist das nicht gescheitert, weil es keine spannenden Reaktionen gab. Welche hätte es denn auch geben sollen? Welche? Das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch nicht, dass sie von dem Thema ablenken, dass die das einfach unter den Tisch fallen lassen wollen, dass das ein Problem scheinbar war, dass da paar Tibet-Fahnen gehangen haben. Und wenn ich höre, Leute, wir müssen uns irgendwie auch mal wieder auf eine Realität einigen, alle irgendwie. Ja. Es kann doch nicht sein, dass es dann heißt, wir hatten Hinweise auf weitere Eskalationen. Weitere Eskalation heißt ja, dass das, was da stattgefunden hat, auch eine Eskalation ist. Genau. Gibt das Wort weitere ja nicht. Das ist doch keine Eskalation, wenn die da stehen. Tibet-Fahnen, ja, was soll das? Also ja, sowas als Eskalation zu bezeichnen, also ja, mein Gott. Tibet-Fahnen, jetzt bei allem Respekt, wir können über vieles diskutieren, aber die Definition von Eskalation gibt es nicht her, ein Schwenken von Tibet-Fahnen darunter zu subsumieren. Liebe Leute, jetzt ist echt mal Schluss mit lustig. Und wenn der DFB das wirklich so weit breit fasst, nur aufgrund einer politischen, versuchten Anteilnahme, die Chinesen so weit in ihren Kreis zu ziehen, wie es möglich ist, dann muss ich sagen, Leute, dann seid ihr aber auf einem fucking falschen Dampfer. Und ich weiß, dass der DFB auf einem fucking falschen Dampfer schon seit vielen, vielen Wochen, Monaten ist, was da für Sodom und Gomorra da passiert, ja, aber wir müssen irgendwann die Kirche im Dorf lassen und es muss eigentlich mal einen breiten Konsens geben, der sagt, Leute, also egal, was ihr jetzt vorhabt, aber wenn ich das höre, wenn ich euer Statement lese, das geht so nicht. Und da muss aber wirklich mal mehr passieren. Da muss auch mal sagen, also auch da kann ruhig die Politik mal sagen, also jetzt ist mal halblang jetzt hier. Ja, ich weiß, wir kommen gut mit klar mit den Chinesen, wir haben ordentliche Wirtschaftsbeziehungen und wir sind schon dafür da und versuchen, das Band enger zu schneiden. Das ist doch alles vollkommen okay, wenn wir einen weiteren Aufbau haben wollen und so weiter und so fort, die näher an uns ranziehen. Okay, kann ich alles nachvollziehen. Aber da muss ich doch nicht komplett meine eigenen Grundwerte negieren, nur dass ich dann sage, naja gut, das kannst du jetzt nicht machen hier, so die Tibet fahren, das ist höchst gefährlich. Stell dir mal vor, wenn dann jetzt vielleicht jemand noch das tibetianische Nationalgericht irgendwie ausschenkt. Ja, aber stell dir mal vor, was wird dann weitere Eskalation. Ja, dann hätten vielleicht ein paar Leute Dünnpfiff danach. Was ist denn hier los? Also das ist der Deutschland, doch geht's ja nicht. Ne? Also Leute, der DFB, also das ist auch wirklich eine absolut geistesfremde Organisation mittlerweile. Das ist ja fürchterlich. Stattdessen erzeugen sie geistigen Dünnpfiff. Nein, aber da fällt mir nichts ein. Das ist auch nicht mehr. Eigentlich ist es gar nicht lustig, ehrlich gesagt. Das ist eigentlich. Es ist eigentlich unfassbar. Zum Schreien, wie du es schon. Es ist unfassbar, was man heutzutage in hoher Position in der Öffentlichkeit alles sagen kann und scheinbar Leute findet, die das einem abnehmen. Ohne dass es genau das, was der Marvin eben gesagt hat, einen entsprechenden Aufschrei gibt. Irgendwie hat man das Gefühl, wir nehmen das alles einfach hin. Dann die DFB, die arbeiten jetzt mit SAP zusammen. Ja, ist also. Ja, und, ja, nee, sorry, aber. 3 Wochen, nachdem quasi auch wieder rundgegangen ist, das haben wir auch schon hier besprochen, nachdem gefordert wurde, dass bei Verbalinjurien ganze Spiele abgebrochen werden. Unter anderem als Wortführer jener Herr, der bei SAP eine kleine Rolle spielt.
Das nervt mich, ehrlich gesagt. Richtig krass. Also, und ich mein, das lässt mich im Endeffekt verzweifeln. Wenn sie wenigstens noch versuchen würden, diese dann ja doch irgendwie sehr offensichtlichen Klüngeleien, die sie da haben, noch irgendwie so ein bisschen eben, und das ist genau dann das. Diese ja, Offensive genau. So und dann davon so ausgehen, aus. Dass es halt auch keiner versteht. Also, ihr lebt doch keiner auf Bau. Das ist ein guter Punkt, René. Man fühlt sich ja alleine davon, dass die nicht immer mehr sich die Mühe machen, uns zu verarschen, fühlt man sich ja schon beleidigt. Also, weißt du, was ich meine? Ja. Probier's. Das ist, keine Ahnung, das ist, wenn ich Marvins Handy klaue, leg das bei mir auf den Wohnzimmertisch. Dann wird der Marvin auch denken, ja, was, du hättest es wenigstens in deiner Schublade verstecken können. Ja, also, genau. Sehr guter Vergleich. Also, ich klaue das Handy, erzähl dir Marvin, ich habe das Handy nicht, aber es liegt bei mir auf dem Wohnzimmertisch. Und ich mache wenn ich die Behauptung davon. Aufstellen will, dass kannst ich ja nicht, das Handy nicht geklaut habe, ja. Dann kann ich ja das wenigstens in die Schublade tun und der Marvin muss wenigstens ein bisschen suchen. Um mir die Tat nachzuweisen. Nee, ich lass auf meinem Tisch liegen. Marvin, komm rein hier. Handy, ja, Handy, was willst du von meinem Handy? Ich hab kein Handy gesehen hier. Ja, genau. Und ich weiß ihn noch. Ganz ehrlich, fickt euch alle da draußen. Was ist los mit euch? Schwätzern da, Alter. Das ist Kram. Junge, sorry. Alles gut. Alles gut. Ich sitze mit einem breiten Grinsen hier. Jetzt die Überleitung auf den nächsten Dummschwätzer macht es jetzt ein bisschen schwierig, weil durch deine Handygeschichte ist jetzt nicht mehr ganz klar, wen wir hier nominieren müssen. Und zwar ist es eine höhere Nominierung von Stefan, der Folgendes geschrieben hat. Ich möchte Marvin für den Dummschwätzer der Woche nominieren, für den Tweet aus der Reihe Karlauer, auf die Fips Asmussen stolz gewesen wäre. Ich glaube, Marvin hat sich schon selbst ein bisschen dafür geschämt. Hast du dich geschämt, Marvin? Wie gesagt, kein Stück. Ich fand, es war ein Meisterwerk. Also, ich würde gerade sagen, man muss ja bei solchen Dingen auch immer schauen, wer der Autor ist. Bam! Ist das so? Ist das so? Wenn der Marvin so einen Witz macht, weiß man genau, dass der Marvin das mit einem zwinkernden Auge macht. Und man weiß, dass der Marvin nicht zu Hause sitzt und sagt, sondern der macht sich ja quasi dadurch über schlechte Witze lustig. Aber ich akzeptiere natürlich die Nominierung, vollkommen in Ordnung. Ja, klar, das wollte ich damit nicht sagen. Ich wollte jetzt nur sagen, dass man da. Aber du hast harte Konkurrenz jetzt, die wir bis jetzt schon erwähnt haben, und da kommen noch zwei. Naja, gut, ja. Aber trotzdem ist natürlich, ich sag mal so, der Tweet trifft natürlich nicht den Geschmack der Massen, ist was für Feinschmecker, oder? Und auch für, und dann vielleicht auch für Leute, die irgendwie alle Geschmacksnerven schon abgetötet haben. Also das könnt ihr euch aussuchen. Oder irgendwo. Aber ich freue mich auf jeden Fall auf die Nominierung und ich bin mal gespannt, ob ich es bekomme. Genau. Dann machen wir weiter. Wir haben eine höhere Nominierung von Christoph. Der möchte an dieser Stelle Martin Kind nominieren für seinen Anruf im Doppelpass am vergangenen Sonntag. Also ist der Bischof wieder raus jetzt. Ich hab's nur am Rand. Der hat ja nicht nur beim Doppelpass angerufen, muss man dazu sagen. Ich unterstütze die Nominierung, die habe ich hier auch in meinem kleinen Buch stehen. Mhm. Bitte Erklärung also, dazu. Der hat ja in jeder Fernsehsendung, glaube ich, die sonntags rauf und runter lief, hat er ja angerufen, um den Gerüchten um Horst Held zu widersprechen und quasi Toni Schumacher anzugreifen. Okay. Genau, also ich habe es auch nur am Rande mitgekriegt, aber die Situation muss wohl irgendwie gewesen sein, eben Gerüchte, dass Köln mit Horst Held spricht und Schumacher hat wohl da gesessen und hat gesagt, ja, dem ist so, ja, oder hat es zumindest nicht sehr eindeutig abgewiesen, woraufhin Herr Kind sich berufen gefühlt hat, zum Hörer zu greifen und anzurufen, darzustellen. Da muss ich was zu sagen. Dann denkst du, Doppelpass, gut, ganz lustig, vielleicht war er auch angetrunken, wenn er sich das anschaut. Aber dann hat er, glaube ich, bei Sky 90 auch angerufen oder bei Sky irgendwo in der Sendung. Hat er nochmal angerufen. So, hier, ich bin's wieder, hier, das stimmt immer noch nicht. Wo man ja denken sollte, okay, Martin Kind ist jetzt noch nicht ganz neu in dem Fußballgeschäft. Also das wirkte schon arg merkwürdig, wenn er sich irgendwie dazu, also er hat ja bestimmt Kanäle, auf denen er das irgendwie dementieren kann, dass er dann persönlich dort anruft, wie so ein wildgewordener Dopaphonhörer. Das ist auf jeden Fall rechtfertigt, das Nominierung in unserer kleinen, kuscheligen Sendung. Grüße. Saludos. Und dann haben wir noch eine höhere Sendungstitel ist ja auch schon da. Jetzt weiß ich aber auch, wie wir dies in den Spiegel unterbringen. Ja, nee, jetzt sag's doch nicht so laut, Mensch. Nee, Sendungstitel ist, den haben wir ja schon. Wir haben noch eine höhere Nominierung, die kam gerade eben per Twitter rein und zwar von Ernie. Und zwar nominiert er den DFB-Präsidenten Grindel und zitiert dabei einen Zeitungsartikel oder hat einen Zeitungsartikel verlinkt. Und zwar DFB-Präsident Reinhard Grindel will dem Westen und dem Südwesten feste Aufstiegsrechte geben.
Also quasi nach der Konzentration. Die Regionalliga oder was? Genau, kam gerade eben rein. Im Regionalliga haben wir ja 4 Stück und quasi Westen und Südwesten kriegen feste Aufstiegsrechte und Norden und Süden gucken quasi, oder Norden und Osten gucken so ein bisschen in die Röhre. Geil, so nach Motto, nur weil wir uns jetzt am lautesten beschwert haben, oder? Ja, irgendwie sowas in der Richtung. Also, da brauchst du halt auch den Wettbewerb nicht mehr zu machen, dann kannst du es halt auch direkt über die Lostrommel machen. Ist wahrscheinlich immer noch gerechter als jetzt über diese Schiene. Weißt du, aber das ist aber wieder so ein typisch, das ist so wieder so ein typisch, so, ich will jetzt nicht das Wort schon wieder nennen, aber es ist schon, ehrlich gesagt, schon wieder ein typisch populistischer Move. Ich finde gut, dass man über eine Reform nachdenkt, ja. Das ist absolut notwendig und sinnvoll. Aber dann kann ich mir nicht damit behelfen, sondern haben wir, ah, der hat am lautesten geschrien, ja komm hier, bei denen, die haben Festes auf. Genau, das ist es. Das ist genau das. Da muss ich Konzepte entwickeln. Und das, ja, genau, ist das, aber das machen sie nicht. Sie machen Flickschusterei und versuchen irgendwie, genau, spontan irgendwie auf Dinge zu reagieren, ohne sich mal Gedanken drüber zu machen, ob es nicht sinnvoller wäre, einfach mal das ganze Ding auf links zu drehen und mal grundlegend, genau, von vorne anzufangen. Vielleicht sollte er auch einfach wieder dahin wechseln, wo er herkommt, ehrlich gesagt. Tut mir leid, aber in der, ja, CSU ist der Herr sehr gut aufgehoben. Ja. Das kann er dann im Festzelt irgendwo erzählen, wenn dann einer sagt, dann sagt er, dann jubeln alle, dann ist alles klar. Aber könntest du das nochmal wiederholen, den Teil mit dem, habe ich nicht mitgekriegt. Ja, genau. Da kann er da stehen mit dem Weißen. Und alle freuen sich. Und das ist gut. Aber der soll bitte nicht in so einer wichtigen Position tätig sein, der Herr. Das war die fundierteste Argumentation, die ich in den letzten Wochen gehört habe. Oh. Und Sie hörten das vollständige Parteiprogramm der CSU. Ja, das ist ja. Und ja, die Replik des Publikums da drauf. Also das ist ja nicht zu fassen, Leute. Die kommen da von ihrem Biotop daher durch ihn nach Deutschland und erzählen, die denken, die können ganz Deutschland denselben Scheiß. Die denken, Deutschland. Ja, die denken, die kommen da irgendwo tatsächlich gefühlt aus so einem Fest, wo du so einen Scheiß erzählen kannst und denken, das können die uns allen auch erzählen. Na, hier gibt's Schulen. Affe! Ich würde ja gerne mal, der Reinhard Grindel soll sich mal mitten in Frankfurt bitte auf dem Römerstein da eine Rede halten. Ja, gute Nacht. Da gibt's nicht, da gibt's Flack runter, Ohrschelle. Pissig. Das eskaliert jetzt. Es reicht aber auch langsam. Na, Rubikon ist überschritten, was die Aussagen von diesen Leuten in der Öffentlichkeit betrifft. Das gibt's ja gar nicht mehr. Kinder, hört auf, ich habe Bauchschmerzen vor Lachen. Völlig in Rage geredet, wunderbar. Das Geilste ist, der Typ kommt halt aus Hamburg, ne? Ich wollte halt die ganze Zeit nichts sagen. Aber von seiner Führung des DFB hätte auch. War der nicht in der CSU? Täusch ich? Nee, der war in der CDU, aber. Ach so, ja, auch manchmal. Gut, das ist ein. Es tut mir leid, aber ich habe ihm trotzdem nicht unrecht getan, glaube ich. Nee, ich glaube, das ist in Ordnung. Wir haben ja auch so den einen oder anderen CSU-Hörer, der wird sich jetzt wahrscheinlich auch denken: uiuiuiui. Aber mein Lieber, du bist trotzdem umarmt. Ja, insofern alles gut. Ja, jetzt muss ich erstmal hier wieder Ordnung finden. Das war's an Hörernominierungen. Was habt ihr denn noch? Nichts mehr, ich bin nicht da. Also da würde ich auch niemanden mehr dagegen ausstellen, das sind doch schon einige, da heben wir uns lieber noch was auf fürs nächste Mal. Basti, hast du noch was in deinem kleinen Parteibüchlein gefunden? Ich äußere mich lieber nicht mehr zu politischen. Das hat sich einmal der Partei vertan und dann sowas. Na naja, gut, aber das war jetzt... CDU, CSU ist jetzt auch nicht so weit. Ja, das ist richtig. Das ist, also richtig, die einen sind ein bisschen mehr rechts als die anderen, aber ansonsten... Ja, also da, wie gesagt, das ist, das variiert auch täglich, also insofern, das ist jetzt nicht so dramatisch. Das stimmt. Nun gut, dann kommen wir zu den Empfehlungen. Nachdem wir ja letzte Woche so ein bisschen dafür gescholten worden sind, dass wir uns zu wenig mit Fußball und zu viel mit Politik beschäftigen, und das, obwohl Marvin gar nicht dabei war, habe ich gedacht, dann lagern wir doch die Politikthemen so ein bisschen aus. Und ich möchte... sehr erfolgreich jetzt. Ja, gut. Aber jetzt nochmal ganz ehrlich, ich finde es okay, deine Überleitung, das hätte ich auch, sorry, dass ich da jetzt auch reinbreche, aber
Nö, also ich meine, der Eintracht-Podcast ist schon immer politisch gewesen, das wird er auch bleiben. Also ich denke, auch gerade im Fußball ist, tut mir leid, ne? Also ich finde es schön, dass wir sowas mal gesagt bekommen haben, aber ich muss sagen, ich sehe es trotzdem anders und ich glaube, wenn wir uns hier mal ein bisschen in einer gewissen Art und Weise politisch äußern, dann ist es schon gut so und es hat auch seine Notwendigkeit, denn es wird in vielerlei Hinsicht viel zu wenig dagegen getan, was wir als falsch empfinden, würde ich sagen. Insofern, das passt schon. Genau. Also man muss aber auch dazu sagen, das war nicht das einzige Feedback, was wir bekommen haben. Es gab ja auch den Hinweis, dass wir endlich mal tiefergehende Diskussionen zu einzelnen Themen haben und nicht immer so RTL2-Tiefe haben wie vielleicht andere Medien. Saludos an den Rasenfunk. Oh, wie fies. Genau, ich empfehle diese Woche einen tatsächlichen Politik-Podcast oder jemand, der sich, oder einen Podcast, der sich mehr mit Politik beschäftigt, und zwar den Aufwachen-Podcast. Die haben in der aktuellen Folge. Geht auch 93 vielleicht. Nee. Kannst du gleich machen. Die haben in der aktuellen Folge die Merkel-Rampe mal so ein bisschen unter die Lupe genommen. Damit nichts anfangen kann. Merkel-Rampe ist quasi, wie sich der Bundeshaushalt entwickelt hat, seitdem Frau Merkel im Amt ist. Und oh, interessant. Da sieht man ganz deutlich, dass jedes Jahr so rund 4,4% an Geld dazukommt. Und wenn man mal sieht, wo das Geld hingeht, dann sieht man, dass es einige Bundesministerien gibt, deren jährliches Budget in gleichem Maße um ca. 200% gestiegen ist. Also da sieht man, wie viel Geld bei den Bürgern tatsächlich ankommt und wie viel sonst irgendwo landet. Ist eine ziemlich längliche Folge, aber wer gerne mal wissen will, was so mit unserem Geld passiert und wie viel Geld der Staat tatsächlich hat, dem sei das empfohlen. Klingt, und wer es nicht will, der lässt es halt einfach auf. Der Max war ja übrigens auch schon mal beim Aufwachen-Podcast dabei, ne? Also, war nur eine mal sehr interessante Folge. Ja. Genau, nur mal die Brücke zu schlagen, nicht dass der kann sich auch wahrscheinlich besser der kann sich wahrscheinlich auch besser zu Bayern und so äußern als ich. Das tut mir leid, dass ich Reinhard Grindel Unrecht getan habe. Ich entschuldige mich jetzt hier nochmal. Ändert aber nichts an meine Ultrakritik. Ja, nee, aber ich wollte nochmal sagen, nicht, dass ihr denkt, wir schlagen hier sonst irgendwelche windigen Sachen vor. Das hat alles Hand und Fuß und das ist auf jeden Fall. René, du hast ja eh schon öfter mal vorgeschlagen, die, ne? Genau. Ja, ich fand nur, wie gesagt, die letzte Folge da nochmal besonders interessant, weil es einfach auch nochmal einen sehr detaillierten Einblick in eben so ein Thema wie Haushalt und Geld und wie das so mit Inflation und so ist. Kann man sich nochmal anhören, ist nochmal so ein spannendes Thema. Dann habe ich auch noch was absolut nichts mit Politik zu tun hat, auch eine Podcast-Empfehlung, und zwar der Podcast Die Weisheit. Ist eine lustige Truppe, die unterhalten sich eine Stunde lang über alles Mögliche, was ihnen gerade einfällt. Und in der letzten Folge ging es unter anderem um Business-Jogging-Hosen und ob sich Verliebtsein dadurch zeigt, dass man vor Aufregung besser kacken kann. Okay. Komm ich schon zum tolle Podcast jetzt zu 93-Empfehlungen. Die Überleitung, die musst du jetzt selbst brauchen. Aber ich bin gespannt. Brauche ich kann ja auch gar nichts hier empfehlen. Ich teaser es jetzt hier nur mal an, dass es sein könnte, dass morgen oder so was Neues kommt. Grüße. Sehr gut. Wir freuen uns vor. Genau, also erst, die Regel gilt natürlich, erst den Eintracht-Podcast hören und danach 93. Ja, andersrum macht das halt überhaupt gar keinen Sinn, aber freut euch, ihr Kinderlein, es kommt was. Oh, das war gut. Sehr gut gefallen. Daumen hoch dafür. So, und mit ihr Kinderlein, da sind wir ja quasi an einer Empfehlung für ein nicht zu unterschätzendes Weihnachtsgeschenk, oder? Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, liebe Leute, ihr müsst ja alle noch eure Weihnachtsgeschenke irgendwie kaufen, ne? Und was wir jetzt so, was ich letztens gesehen habe, ist der Timelapse FFM Tischkalender. Unser guter Marc, ein treuer Hörer von uns hier aus Frankfurt, der wunderbar viele tolle Frankfurt-Bilder gemacht hat, hat es jetzt mit unter der www.timelapseffm.de/shop. Da könnt ihr mal reingucken, da gibt's den Tischkalender. Ist richtig schön geworden, für 20 Euro könnt ihr dann für eure Liebsten was kaufen, wenn die sich Frankfurt nochmal ganz aus verschiedenen Blickwinkeln anschauen wollen. Es lohnt sich definitiv. Ich habe auch schon eins, ich habe schon noch drei weitere vorbestellt. Also wenn ihr denkt, der Marvin muss euch was schenken, dann will ich da vielleicht das tun. Und ansonsten macht es, da habt ihr eine sichere Nummer und jeder freut sich drüber.
Genau. Ja, und sehr man gut. kann ihn unter anderem auch in der Schweizer Straße 69 kaufen. Ja, genau. Also, da kann ich die Brücke zu schlagen. Wer es nicht im Internet bestellen will, kann auch in die Schweizer Straße 69 zu Matilda Glaskuchen ins Café kommen. Auch dort kann man diesen schönen Kalender, den ich auch übrigens hier habe, ich habe mir ein Beispielexemplar, habe ich mir gestohlen, kann man den dort kaufen. Grüße an den Herrn. Ja. Genau. Ich habe gerade mal im Online-Shop von dem Marc geklickt und er hat ja nicht nur den Kalender, sondern er hat ja auch Poster und unter anderem ein Poster vom Goethe-Turm. Ja, genau. Also quasi ja auch Seltenheitswert, weil leider ja nicht mehr da. Kann man sich auch da bestellen, gibt es als Leinwand auf Acryl. Macht was her. Auf jeden Fall. Definitiv. Ist wirklich was Feines. Ich habe letztens übrigens auch genau auch ja so ein richtiges Bild beziehungsweise echt auch Grün habe ich mir machen lassen und habe es dann auch verschenkt. Also auch die Beschenkten freuen sich. Ist ein sicherer Tipp für die Feiertage beziehungsweise für die Festtage. Ja, hervorragend. Ich glaube, viel besser können wir diese Sendung dann auch heute gar nicht mehr so wirklich zum Abschluss bringen. Stimmt. Ich möchte trotzdem nochmal 2 Minuten nutzen, um Danke zu sagen. Es sind ein paar neue Spender via Patreon dazugekommen. Es sind yes, noch ein paar mega geil. Neue Daueraufträge und Einzelspenden dazugekommen, die uns sehr helfen, weil wir auch gerade so ein bisschen neu planen und so ein bisschen auch wieder in die Technik investieren. Von daher vielen, vielen Dank an alle, die uns über diesen Weg unterstützen. Mega geil, Daumen hoch. Dankeschön. Und vor allen Dingen auch vielen, vielen Dank für die vielen Nominierungen und das viele Feedback, was wir gerade jetzt auch nach der letzten Folge bekommen haben, per Facebook, Twitter, E-Mail. Das hilft uns auch nochmal sehr und wie ihr ja feststellt, gerade bei den ganzen Dummschwätzer Nominierungen, es bereichert diese Sendung auch nochmal extrem. Von daher, keep doing, schickt uns weiter euer Feedback, schickt uns Nominierungen, alles, was ihr so findet. Danke auch nochmal an die, die hier immer regelmäßig im Chat aktiv sind. Das hilft auch nochmal, um so den ein oder anderen Hinweis während der Sendung hier zu haben. Ohne euch da draußen wäre das alles irgendwie nur halb so schön. Das ist stimmt. Da schließe ich mich an und ergänze noch alle Leute, die ich am Samstag vor, während und nach dem Spiel getroffen habe, die mich mit Grüße einfach nur angesprochen haben. Waren 4, 5 Leute. Dann haben auch noch im Öfchen irgendwie nachts um 3. Das war ein bisschen strange. Oh, echt? Okay. Okay. Aber cool auf jeden Fall, weil das zeigt uns ja auch, dass Leute das gerne hören, dass sie amüsieren. Cool, also. Genau. Grüße zurück. Genau, dann sagen wir Grüße zurück, machen den Sack zu. Wir wünschen euch eine schöne Restwoche, ein schönes kommendes Fußballwochenende, einen schönen ersten Advent vor allen Dingen und melden uns in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise wieder. Bis dahin, macht's gut. Eintracht.